Ein weiterer Unterstützer dieses Jahr konnte hinzugewonnen werden. Ich habe es bereits schon erwähnt, der Livestream läuft auf der Webseite der Vodafone-Stiftung und damit habe ich bereits schon verraten, wer es ist. Die Vodafone-Stiftung hat sich dieses Jahr mit eingebracht, wollte diesen Preis mit unterstützen, sehr löblich. Deswegen freue ich mich sehr, dass der Geschäftsführer der Stiftung heute hier ist. Herzlich willkommen, Dr. Marc Speich. Vielen Dank, Herr Aslan, für die freundliche Ankündigung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als zweitem Grußwortredner bleibt mir nun entweder die Möglichkeit, das, was Rana Islam so schön ausgeführt hat, noch einmal zu wiederholen oder herauszustellen, warum gerade die Mitwirkung unserer Stiftung besonders großartig ist und diesen Preis noch großartiger macht. Weil Sie beides zu Recht befürchten, erspare ich Ihnen diesen Ausflug in philanthropischen Narzissmus. Und habe Ihnen stattdessen drei Zitate von Susan Sontag mitgebracht. Die stammen aus einem Aufsatz in Platons Höhle, der in dem Essayband von 1973 erschienen ist, der schlicht über Fotografie heißt. Und ich verspreche Ihnen, dass ich nicht an jedes dieser Zitate einen halbstündigen Vortrag knüpfe, der extemporiert, sondern lediglich ein paar wenige Wortgirlanden hänge. Das erste Zitat lautet: die schmerzliche Sehnsucht nach Schönheit, der Wunsch, nicht mehr unter der Oberfläche sondieren zu müssen, das Verlangen, sich mit der Welt in ihrer Gesamtheit wieder zu versöhnen und sie zu feiern. All diese Empfindungen kommen an dem Vergnügen, das wir in Fotos finden, zum Ausdruck. Das könnte eigentlich eine Beschwörung der Schönheit von Fotografie sein, aber es ist eine Warnung. Es ist die Warnung, sich nicht auf die ästhetische Oberfläche der Fotografie zu verlassen. Eine Warnung, darauf zu vertrauen, dass die Wiedergabe der fotografischen Wirklichkeit nicht zwangsläufig die bewusste oder unbewusste Verzerrung im politischen Diskurs aufhebt. Und damit sind wir genau bei unserem Thema. Es ist die Warnung, auch zu sehr in Fotografie zu vertrauen. Denn Fotografie wirkt nicht in einen unstrukturierten, völlig leeren Raum hinein, sondern sie trifft auf Strömungen, sie trifft auf Haltungen, sie trifft auf einen geistigen und manchmal weniger geistigen Diskurs. Und das muss man in Rechnung stellen. Und das führt zu dem zweiten Zitat, das ich vortragen möchte. Das ist etwas kürzer noch. Das lautet: die Voraussetzung für eine moralische Beeinflussung durch Fotos ist die Existenz eines relevanten politischen Bewusstseins. Man könnte es in Abwandlung eines anderen bekannten Zitates auch so formulieren: die Wirkung von Fotos hängt von Voraussetzungen ab, die sie nicht selber schaffen können. Es wäre auch eine Überforderung des Fotografen, eine Zumutung, wenn man von ihm erwarten würde, dieses politische Bewusstsein, dass er es die Wirkung von Fotos möglich macht, zu schaffen. Wenn es aber nicht der Fotograf ist, dann stellt sich die Frage, wer dafür verantwortlich ist. Und die Antwort ist ganz einfach, das sind wir alle. Wir sind dafür verantwortlich, dass die Fotos, die wir heute auszeichnen werden, in einen Raum des politischen Bewusstseins hineinwirken. Dass sie eben nicht nur ästhetische Oberfläche bleiben, sondern dass sie in einem, und das hat der Islam ja ausgeführt, in einem Diskurs, in dem der Islam in Deutschland eine Rolle spielt, indem er eine sozusagen hochkontroverse Rolle spielt, dass die Fotos wirken, das ist unsere Aufgabe. Und vor der können wir uns nicht drücken und die können wir auch nicht dem Fotografen überlassen und uns in die Rolle des reinen Beobachters zurückziehen. Denn Fotografie regt manchmal dazu an, allein Beobachter zu bleiben. Und das führt mich zum dritten und letzten Zitat. Gerade in der Stummheit dessen, was auf Fotografien hypothetisch verstehbar ist, liegt deren Reiz und Herausforderung. Und ich wünsche uns, dass das, was in den heute ausgezeichneten Fotos verstehbar ist, hörbar wird. Das wünsche ich mir und das wünsche ich Ihnen. Vielen Dank.